Hallo Jungfrau und herzlich willkommen zum energetischen Novemberausblick. Hallo auch an diejenigen, die ihre weiteren Aspekte hier gerade betrachten oder an diejenigen, die auf eine Jungfrau schauen. Wir schauen gleich auf Liebe und Beruf und wie immer gilt, alles kann und nichts muss mit dir persönlich in Resonanz gehen. Alle weiteren Infos unten in der Infobox. Ja, und damit starten wir und gucken erstmal auf Liebe und Beziehungen im November. Oh, da werden möglicherweise Gefühle verborgen gehalten. Jemand ist nicht ehrlich zu sich selbst oder zu jemand anderes. Da wird ein bisschen genauer hingeschaut. Ja, Jungfrau, Analyse, ne? Das liegt hier schon sehr nah beieinander. Was kriegen wir noch? Nichts ist, wie es scheint oder doch. Vielleicht bist du bezüglich Zeichen von einer Person ein bisschen verwirrt. Ja, und analysierst das Ganze so ein bisschen oder bezüglich deiner eigenen Gefühle ein bisschen verwirrt und schaust da mal ein bisschen tiefer rein. Wir gucken mal, was wir hier bekommen. Münzritter, eine sehr beständige Energie. Ich meine, das ist ja auch eure Energie als Jungfrau, Erdenergie. Hier liegt die Erweiterung drin. Ja, hier liegt auch ein bisschen Herzschmerz drin. Verlust durch Leben und das Ende sowie auch der Anfang. Also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass du hier deine eigenen Gefühle, ja, hier geht es ja erstmal um die Jungfrau, also Zuschauerseite der Jungfrau bzw. der Aspekte, deine eigenen Gefühle so ein bisschen verbirgst. Grundsätzlich liegst du hier sehr gut mit dem Münzritter. Hier ist das Verantwortungsvolle drin, hier liegen auch gute Nachrichten drin, die du entweder bekommst oder selber raussendest. Hier liegt auch die Loyalität drin, ja, dieses Zielstrebigkeit, hier liegt die Sicherheit drin. Du bist grundsätzlich sicher in deinen Gefühlen, dennoch möchte hier wirklich Herzschmerz, ein Verlust, eine Enttäuschung, ein Bedauern auch verarbeitet und losgelöst werden. Ich meine, mit dem Tod, Skorpionenergie, wir sind jetzt in der Skorpionsaison, ist es natürlich auch so, dass viel Emotionales transformiert werden möchte. Emotionaler Ballast losgelassen werden möchte, gerade auch weil eventuell Einflüsse von außen wie ein Date, eine neue Partnerschaft oder auch eine bestehende Partnerschaft Triggerpunkte bringt, damit da geheilt werden kann, gelöst werden kann, neue Freiheit entsteht. Guck mal hier, du schaust dich als Herrscherin ein bisschen genauer an. Ich würde fast sagen, diese emotionale Verwirrung kommt daher, weil du hier selber in der Sinnlichkeit bist. Und jetzt musterst du natürlich auch ein Gegenüber. Wir haben den Gefühlsklärer hier liegen, Kelch-König-Energie. Und mit den neuen der Kelchen hier im Schatten die Gefühlshemmung liegen, die Oberflächlichkeit, die unerfüllten Wünsche bzw. auch die verspätete Befriedigung. Nach langer Zeit der Abstinenz kommt jetzt das Eintauchen in die Gefühle und das ist natürlich für eine sehr ja, rationale, logische Jungfrau ein bisschen schwer zu verstehen. Warum jetzt? Ja, warum nicht jetzt? Was ist deine Gegenargumentation, warum es nicht jetzt erst passieren soll? Vielleicht fehlte dir vorher die Reife. Ja, das heißt nicht, dass du vorher unreif warst oder dass du naiv durchs Leben gegangen bist, sondern dass du vielleicht vorher erstmal lernen musstest, was bzw. wen du genau möchtest in deinem Leben. Und bist deswegen vielleicht auch an diese ganzen ja, negativ belasteten Partnerschaften rangegangen. Hast vielleicht auch zu viel drüber nachgedacht, hast dich mit deinen Freunden ausgetauscht, was könnte das bedeuten, das und jenes und überhaupt und keine Ahnung, ja, anstatt wirklich der harten Realität in die Augen zu schauen. So, wir gucken mal, was hier on top liegt. Also du beleuchtest dich sowie auch das Gegenüber, ja, weil du dir auch gleichzeitig deine alten Wunden anschaust mit dem Stern. Der Weg der Heilung, der richtige Weg, die neue Hoffnung, die hier aufkeimt, ja, die neue Vision und vor allen Dingen auch dieses Ehrlichsein. Ja, die ehrliche, wahrhaftige Wahrheit. Der Stern steht auch für die Schönheit, für das Unabhängige, aber auch gleichzeitig das
emotionale, es geht hier um Erfolg, es geht hier um unerwartete Führung und es geht um Versöhnung mit der Vergangenheit. Ja, wie gesagt, hier Verluste verarbeiten, Bedauern verarbeiten, Selbstmitleid, Bitterkeit, ja, das gebrochene Herz, die Verzweiflung, das Ende einer Partnerschaft, die eigenen Fehler, die eigene Unvollkommenheit. Ja, das ist so. Ne? Und deswegen hier das genaue Beleuchten. Wir schauen mal, ob der Blick hier im Laufe des Monats klarer wird, eindeutig. Zehn der Schwerter ist der endgültige, schmerzhafte Schlussstrich, vor allen Dingen was mentale Belastungen angeht, die ja logischerweise meistens in Korrelation mit emotionalen Belastungen einhergehen. Ne? Gerade wenn du sehr viel drüber nachdenkst, was, wie, warum, weshalb sein könnte, dann lässt du das hier auf jeden Fall im November los und übernimmst wieder die Zügel über dein eigenes Leben und damit auch die volle Kontrolle über dein eigenes Leben, auch über alle deine Elemente. Ja, deine Emotionen, das heißt, du steuerst auch, wie du deine Emotionen ausleben möchtest. Du steuerst deine eigenen Gedanken, du hast wieder Kontrolle über deine eigenen Gedanken und lässt dir keine Hirngespinste mehr einreden oder redest sie dir selber ein. Du hast wieder Kontrolle über deine Seele. Wie willst du dich weiterentwickeln? Wo darf die Reise hingehen? Und du bist natürlich auch wieder in voller Kontrolle über deine Erdenergie. Welche Pläne möchtest du umsetzen? Also das ist hier wirklich Zügel übernehmen und eben auch Chancen ergreifen. Ja, hier ist ein Ast der Stäbe in der Hand. Man könnte auch sagen, man bricht hier einen Stab. Man nutzt eine Chance für Erfolg. Ja, sechs Stäbe bleiben stehen, tolle Nachrichten, erneuertes Potenzial, Charismatik, wieder voll in der Führung sein, in der goldenen Mitte, in der Harmonie. Also wirklich, ja, die eigene Erleuchtung nutzen, mutige Schritte hier nach vorne gehen und ja, alles zurücklassen, was eben Unruhe in dein Leben bringt. Ja, auch ein bisschen kapitulieren. Kapitulation bedeutet auch, ey, ich habe keinen Bock mehr, hier mich mit negativen Gedanken auseinanderzusetzen, die aus irgendwelchen Quellen her stammen, die überhaupt nicht mehr präsent sind, die überhaupt nicht mehr wichtig sind und dementsprechend ja, die absolute Befreiung aus der Vergangenheit und damit kann natürlich auch Heilung stattfinden, neue Hoffnung hier auch wachsen und ja, Belastung findet wieder statt, weil Belastungen rausgehen. Ganz einfaches Prinzip. Was fällt denn hier oben drauf? Ja, die Chance. Das Ast der Münzen, der solide Neuanfang, der Neustart in deinem Leben und natürlich auch in gewisser Weise das Geschenk, was mit dieser Befreiung aus der Vergangenheit stattfindet. Wie gesagt, du bist hier in dieser Energie, alles zu manifestieren, das heißt deine Energie in all deinen Elementen in diese Richtung zu lenken. Und das sorgt nämlich auch dafür, dass du jetzt hier eine Grundlage schaffst für deine Traum- und Wunscherfüllung. Ja, hier kommt die verspätete emotionale Befriedigung, aber du warst einfach bis dato noch nicht in der Energie der Herrscherin. Du warst nicht in deinen Gefühlen, du warst nicht in deiner Liebe, du warst nicht in deiner Energie von, hey, ich bin fruchtbar, ich bin ein Mensch, der weiblich ist vielleicht auch, ja, der das Schöne in sich und auch im Außen versteht, in sich integriert, akzeptiert etc. Das war alles vorher noch nicht präsent, deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert, bis du hier das Potenzial deines Gegenübers, egal ob es ein Mann oder eine Dame ist, erkannt hast, ja, das heißt, jetzt passiert es, weil du jetzt bereit bist. Das Einzige, was du hier wirklich noch tätigen musst, ja, müssen musst du gar nichts, ne? Aber wenn du hier in Resonanz bist, dann machst du das, dann musst du das, dann weißt du das auch, ist dir wirklich deiner negativen Gefühle bewusst werden und sie letztendlich verarbeiten und loslösen. Schöne Energie hier, Neuanfang, Neustart für die eine oder andere Jungfrau. Und das levelt natürlich auch eine Partnerschaft hoch, entweder eine bestehende Partnerschaft oder sorgt dafür, dass eine neue Partnerschaft hier gelebt werden kann, weil der Kelchkönig hier Teil deines Lebens wird im November und ja, dich neugierig macht. Mhm. Und damit schauen wir auf Beruf und Finanzen. Da haben wir schon mal Harmonie, Zufriedenheit, Verbundenheit,
Ja, Geld bündeln kommt mir hier auch gerade als Schlagwort rein. Geld bündeln, vielleicht sparst du hier gerade für etwas. Da bist du. Die Dame ist die Zuschauerseite. Es sei denn, Energien sind vertauscht. Und du siehst hier jemanden drin. Ja, Geld bündeln für ein, ja, für Glück, Risiko. Ne? Die Würfel stehen ja dafür, dass Glück und Risiko nah beieinander sind. Man kann Dinge verlieren, gleichzeitig aber auch dadurch Erkenntnisse gewinnen, wenn man ein Risiko eingeht. Was gucken wir denn hier? Ja, bündeln. Ne? Es bleibt dabei. Hier wird gebündelt. Hier wird vielleicht auch eine gemeinsame Anschaffung im Finanziellen geplant, ne, weil hier ist das Zusammenarbeiten angezeigt. Das kann für diejenigen wichtig sein, die jetzt zum Beispiel zusammenziehen wollen oder ein gemeinsames Projekt auf arbeitstechnischer Ebene haben. Hier ist die Teamarbeit drin. Das gemeinsame Brainstormen ist drin. Ja, und wie gesagt, auch das Bündeln der Kräfte. Wenn es jetzt hier nicht um die Finanzen geht, dann packt ihr hier wirklich eure, ja, eure Fähigkeiten, eure Talente zusammen und erschafft gemeinsam etwas. Das kann es auch sein. Vielleicht arbeitest du auch an einem Projekt, was eigentlich mit dem Privaten zu tun hat, aber was eher die Arbeit ist. Es muss jetzt hier nicht um die Arbeit gehen, weil wir haben hier zum Beispiel auch das Thema Feier drin. Eine Hochzeit planen, ja, das könnte hier ebenfalls eine Rolle spielen. Es hat ja, wenn dann auch tatsächlich körperliche Ressourcen, die benötigt werden zur Folge und halt auch finanzielle Ressourcen zur Folge. Das könnte hier durchaus ein Thema sein. Das ist gar nicht primär um die Arbeit geht, sondern wirklich um eine Veranstaltung. Vielleicht möchtest du jetzt auch ins Veranstaltungsunternehmen einsteigen, ja, als Partyplanerin, Planer, Hochzeitsplanerin, Planer, wie auch immer, dass du da eben wirklich Klarheit schaffst, weil das Ding ist ja, vier der Stäbe steht ja auch dafür, die eigene Identität einzubringen. So, das heißt, auch deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Ressourcen in diese Angelegenheit hineinzubringen. Etwas, was sehr stabil ist. Hier zeigt sich nämlich schon die Stabilität, die Freude, der Meilenstein, ein erreichter Meilenstein. Da haben wir die 10 der Münzen im Schatten. Okay. Da sind noch Probleme, Verzögerungen angezeigt. Mit dem Gericht aber eine Erlösung. Warte mal, liebes Universum, sind das hier alte Verzögerungen, die jetzt im November rausgehen? Sind das alte Verzögerungen? Ja. Oh, da fallen gleich zwei raus. Ja, sehr schön. Alte Verzögerungen, also möglicherweise gab es hier im Oktober Verzögerungen. Das können auch finanzielle Verzögerungen sein, das können Familienprobleme gewesen sein. Dass Familienprobleme dich abgelenkt haben, deinem wahren Du zu folgen, beziehungsweise diesem Projekt Aufmerksamkeit zu schenken, das kann eine Rolle spielen. Da kommt jetzt die Erleichterung rein. Das Gericht steht dir auch für die Selbstverwirklichung. Die Sonne sagt, ja, alte Verzögerungen gehen raus und du kannst dir den Blick wieder nach vorne richten. Und vor allen Dingen ist hier auch, ja, entweder die finanzielle Sicherheit angezeigt, die Liebe zu dieser Angelegenheit angezeigt oder auch generell die Energie, die vorhanden ist, um jetzt diesem Projekt wieder die volle Aufmerksamkeit zu widmen und da wirklich auch alles zusammenzubringen, auch in Form von verschiedenen Personen wirklich unter einen Strang zu bringen, um das Ganze hier zu realisieren. Was auch immer das war, jetzt bringst du dich hier wieder ein. Das Projekt darf wachsen. Die Feiervorbereitungen, was auch immer das hier darstellt. Was kriegen wir denn hier unter dir? Kraft, die wiederkommt. 9 der Stäbe. Du sammelst deine Kräfte. Erkennst auch die Wahrheit an der Situation. Hier ist so ein Aha-Moment, eine Chance, mentale Frische, mentale Klarheit. Oh Gott. Mentale Klarheit und ein Neuanfang. Mutige Schritte. Also klare mentale Energie, klare seelische Energie, Mut, ja, erneuerter Mut, erneuertes Selbstbewusstsein liegt hier unter dir. Ey, das ist wirklich so das Gefühl, als wenn du auf einmal wie so ein stolzer Pfau, ich meine das jetzt wirklich positiv, durch die Weltgeschichte läufst, also wirklich dich auch zeigst, dein Können zeigst, deinen messerscharfen Verstand zeigst,
dich auf einmal anfängst, so durchzusetzen mit deinen Zielen. Das heißt nicht, dass du so mit den Ellbogen durch die Weltgeschichte läufst und macht Platz da. Also nicht auf so eine arrogante Art, sondern eher so, ja, du weißt ja, was du willst. Und das sorgt so für so eine ganz natürliche, ich nenne diese Menschen immer natürliche Autoritäten. Das ist wie wenn du einen Raum betrittst und vorher herrschende Gespräche stummen abrupt ab, weil du deine Energie ist so präsent in dieser Angelegenheit. Du wirst dir so deiner Kraft, deiner Macht, die du hast, bewusst, also im positiven Sinne, wie gesagt. Ne? Hier geht es nicht um Arroganz. Hier geht es wirklich darum, dass du auf einmal eine Identitätskrise überwunden hast. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du willst. Und alleine diese neue Fokussierung, diese neue Zielsetzung sorgt dafür, dass du mit einer ganz anderen Präsenz unterwegs bist. Das kriege ich hier so rein, so ein richtiges Aufblühen. Ja, hallo, hier bin ich. Stellt euch mich nicht in den Weg, das werdet ihr nicht überleben. Ich habe jetzt hier ein ganz klares Ziel vor Augen. Diese Energie kriege ich rein. Das Risiko, auf die Pirsch gehen. Ich sehe das jetzt erstmal nicht negativ. Ich kläre die Karte mal. Ja, auf die Pirsch gehen. Also, nichts Negatives. Ne? Sieben der Schwerter können ja auch mal für Lug und Betrug stehen aber auch dafür, auf die Pirsch zu gehen. Das ist einfach so. Mit dem Schwert Ritter kommt natürlich nochmal deine Analysefähigkeit durch. In dem Fall aber sehr positiv, denn es geht darum, die Entscheidungsfindung zu optimieren. Das heißt, nicht mehr so viel zu grübeln, ne? Zu denken, was andere denken könnten und meinen und überhaupt und was andere von dir denken könnten und so weiter und so fort. Also dieses komplette Aufdröseln bis zum geht nicht mehr, das geht hier raus. Ganz im Gegenteil, du bist hier mit Geschick unterwegs, du bist hier mit Strategien unterwegs. Du überlegst dir genau, welchen Schritt, ja, welche Ursache, welche Konsequenz nach sich tragen könnte und spielst einmal so neue Schritte durch. Ja, das ist wie beim Würfeln, keine Ahnung. Ja, ich kann, selbst wenn ich jetzt nicht einen Sechserpasch würfel, trotzdem vorwärts kommen. Also das ist mehr so diese Optimismus-Energie statt Pessimismus. Das heißt, selbst wenn du mit kleinen Schritten vorwärts kommst, bist du in diesem Bewusstsein, du kommst vorwärts. Und du gehst eher natürlich ein bisschen objektiver vorwärts, anstatt zu destruktiv vorwärts zu gehen. Ja, überlegst dir auch, ja, wenn ich jetzt hier nur meinen Bauern setze, dann ist zumindest mein König, meine Königin noch, dann ist der Turm dann noch als Schutz, ne, und dann kann der Gegner das und das und das. Also, du gehst da schon so verschiedene Strategien durch. Sehr strategisch unterwegs, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was du hier auch tust, ist, wir haben ja hier diese Risikoenergie drin liegen. Du kümmerst dich hier um deine, man könnte auch sagen, negativen Gedanken, weil so ein Schwert auf dem Papierbötchen kann auch sehr durchdringend sein. Das kann das Papierbötchen, ja, zerstören. Das heißt, du kümmerst dich während dieses Übergangs auch um die natürlich klar immer noch mal hochkommenden negativen Aspekte, die Glaubenssätze, die negativen Glaubenssätze, die vielen Optionen, die du hast, ja, auch manchmal die Selbstsabotage, ne, Befangenheit, Fremdsteuerung, whatever. Also das ist hier so während deiner Reise aus diesem unruhigen Fahrwasser in dieses smooth, alles läuft Energie. Das ist da schon noch präsent. Das ist ein bisschen Risikoenergie. Ne? Wird der neue Weg funktionieren? Ja, wenn du an deinen Weg glaubst, dann wird er funktionieren. Was haben wir denn hier noch? Also, wir können jetzt hier schon mal ein bisschen zusammenfassen. Ein Ereignis, ach guck mal hier, Bube der Münzen. Ein Ereignis im November, ja, klärt deine Persönlichkeit, sorgt dafür, dass deine wahre Identität ans Tageslicht kommt, wie gesagt, im positiven Sinne. Es ist für dich wie ein Aufblühen. Wir haben ja hier die Lilien liegen, ne? Ich habe da direkt so die Lotusblume, ne? Und die Lotusblume ist ja auch eine Lilie, habe ich mal gelernt. Steht aber im Lenny-Deck für den puren, reinen Neuanfang. Und so eine Lotusblume, die wächst ja in sehr schlammigem Gebiet, ne? Aber wenn die sich so tagsüber öffnet, dann kann das noch so dunkel drumherum sein. Alles ist fokussiert auf diese wunderschöne Lotusblume, wo wir wieder im empfangenen Prinzip wären, im Kelch. Ja? Und das ist das, was hier passiert. So dieser Durchbruch, diese Erleuchtung, alles
managen zu können und realisieren auch zu können, was du willst. So dieses, das bin ich. Ja, wenn du eine Partyplanerin oder ein Partyplaner sein möchtest, sei das. Wenn du da hier mit dieser Situation auf einmal deine Talente erkennst, dass du auch gut mehrere Menschen managen kannst und plötzlich der Wunsch in dir entweckt wird, in eine Führungsposition zu gehen, dann mach das. Das ist wirklich so ein Hallo-Wach-Moment, ne, so ein Aha-Moment, der dafür sorgt, dass du auf einmal weißt, was du tatsächlich willst. Und das ist auch komplett altersunabhängig. Ja, wie viele Menschen laufen durch die Weltgeschichte und wissen erstmal nicht, was sie machen sollen? Guck mal, ich bin auch erst mit 38, 37, ja, 37 fing das so langsam an, auf den Weg gekommen. Und den Job, den ich arbeite, den mache ich auch nicht oder den habe ich damals nicht gelernt, weil ich das wollte. Sondern weil ich eine Ausbildung haben wollte. Ich wollte weg von zu Hause. Muss aber dazu sagen, es ist ein Job, der mir Spaß macht. Ich bin dankbar mittlerweile tatsächlich über meinen Hauptberuf. Es ist eine finanzielle Sicherheit. Es ist ein Job, wo ich mich austoben kann, wo ich mich auspowern kann. Ich könnte nicht 8 Stunden vorm PC sitzen. Ne? Ich habe einen sehr produktiven Beruf. Und das hat schon alles so seine Richtigkeit gehabt. Also ich glaube nicht, dass ich als Modedesignerin oder als Schneiderin, was so früher meine Ambitionen gewesen wären, heute glücklich wäre. Also gar nicht, ja. Das war nämlich so meine Zielsetzung, als ich ein Teenager war. Ich wollte unbedingt Schneiderin werden. Es gab auf eine Bewerbung damals in Rostock, ich glaube, lass mich lügen, also es waren auf jeden Fall 300 Bewerber mindestens. Ja, also die Aussichten waren da schon sehr, sehr schlecht. Und sind wir mal ehrlich, also ich wäre als Schneiderin nicht glücklich gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass ich dann meine Passion hier ausgelebt hätte. Aber gut, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich auch schon früher auf den Trichter gekommen. Ich meine, hätte ich damals die Ausbildung gemacht, dann wäre ich ja auch in Rostock geblieben, dann wäre ich nicht umgezogen. Also es wäre ein komplett anderer Weg gewesen. Ich weiß es nicht, wie es geworden wäre. Ich weiß aber, dass mein jetziger Weg verdammt scheiße geil ist. Ja, also wenn du dich hier mit Mitte, Ende 30 oder auch 40, vielleicht sogar erst 50, 60 findest, ja, dann mach das. Weil hier ist mit dem Buben der Münzen die Energie der Erde angezeigt, die Magie deiner Erdverbundenheit angezeigt, deine Magie angezeigt und eben auch die Möglichkeit angezeigt, jetzt hier einen Samen zu nutzen, um deinen, ja, um deiner wahren Identität, deinem wahren Willen letztendlich auch Raum zu geben. Ja, so wie du dieser Sache jetzt Raum gibst und das nach außen trägst, bekommst du hier Raum zur Entfaltung. Und der Page der Münzen ist einfach auch dieses Ding, okay, du machst jetzt deine Hände schmutzig, du bist gut vorbereitet, du hast diese Entdeckerlust, ja, hier sind die neuen geschäftlichen, finanziellen Möglichkeiten, die neuen Karrierewege, die neuen Karriereverbindungen angezeigt und einfach auch dieses Pläne verwirklichen angezeigt. Dafür brauchen wir aber erst diesen Hallo-Wach-Moment und der kommt, wie auch hier in der Liebe, genau dann rein, wenn wir reif sind, wenn wir soweit sind, uns wirklich wahrhaftig auf das zu fokussieren und zu kontrollieren, was wir erschaffen können. Und das ist hier bei der ein oder anderen Jungfrau auf jeden Fall der Fall. Wahnsinn. Hallo, da bin ich, Energie. Genau. Ich wünsche euch ein, ja, man könnte sagen, hier auf beiden Ebenen, je nachdem, ob ihr euch hier wieder gefunden habt oder nicht, natürlich ein schönes Aufwachen tatsächlich. Und viel Erfolg für die Zukunft, sowohl in Sachen Liebe und Beruf. Und falls ihr euch hier nicht wiedergefunden habt, man kann hier einfach nicht jeden erreichen. Da wünsche ich euch natürlich trotzdem einen wunderschönen November. Danke, dass ihr trotzdem zugeschaut habt und bis zum Ende geblieben seid. Mein Segen hier an euch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Lasst mir gerne ein Abo da. Dankeschön fürs Anschauen, fürs Liken, fürs vielleicht auch Kommentieren. Und bis ganz bald, ihr Lieben.